Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Plesum Tales 2. Bevor wir uns hier herbegeben zum großen Tor, um Chris zu retten, dachte ich mir, wir suchen noch ein bisschen die Gegend hier ab, um eventuelle Geheimnisse aufzudecken. Und hier oben scheint es eine geheime Fähigkeit zu geben. Also hier, gucke, nee, nicht geheime Fähigkeit, aber so eine Schwertfähigkeit. Aber vorher müssen wir noch mit dem Barden reden. Vielleicht hat er ein neues Musikstück für uns. Hey. Achso, warte mal. Barden singen ja viel. Hey. Du bist es ja wieder. Kannst du kurz hier bleiben? Ich versuche mich gerade zu erinnern, wie dieses Lied nur ging. Ich muss mich nur ein bisschen konzentrieren. Aber ich werde ständig unterbrochen. Pass bitte auf, während ich spiele. Klar, Zombies. Natürlich, Zombies. Genau, Zombies. Warum auch nicht? Genau, warum? Warum hüpfen hier Zombies raus? Kriegen wir hin. Nimmt die Krallen von dem Jungen. Macht euch dünne. Kriecht wieder dahin, wo ihr hergekommen seid. Geh weg. Du auch. Verschwinde. Komm, hau ab. Wow. Hast du's? Hast du dich gleich konzentriert? Oder dran erinnert? Stichattacke. Halt! Nimm deine schmierigen Finger weg. Heureka! Ich habe mich wieder an das Lied erinnert. Stell dich vor mich. Ich bringe es dir bei. Probier es doch mal. Neues Lied gelernt. Yay! Ist das nicht die Hymne von Blütental? Nein! Ich verschwinde von hier, spiel das Lied, wenn du den Ballon brauchst. Dann kommt der zu... Verzeihung. Dann kommt er zu dir, meine ich. Oha! Toll, danke! Oh, langsam wird's schlimm. Cool, wir können den Ballon jetzt immer rufen, wenn wir ihn brauchen. Das gefällt mir. Geh weg. Was ist das hier? Verdächtig, ein Stein. Tatsache, es war nur ein Stein. Huch. Baumlord. Sehen. Eine wahre Ritterin. Der König Orchidee höchst selbst seinen Segen gegeben hat. Seid ihr hier, um mit mir zu helfen? Nimm diese Setzlinge und pflanze sie in fruchtbaren Boden. Kehre zu mir zurück, wenn deine Aufgabe erledigt ist. Echt jetzt? Hier hinten bekommt man ein paar Setzlinge. Na toll. Wie viele Setzlinge habe ich denn bekommen? 5? Baumsamen. Oh. Doch so viele. Okay. Ach Mensch. Ich finde es ja nicht schlecht, dass man hier so viele Side-Quests bekommt.
Aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn ich irgendwie die Möglichkeit hätte, mein Schwert noch stärker zu machen. Weil wozu habe ich die Diamanten? Warum werden hier Diamanten, oder die Juwelen besser gesagt, die ganze Zeit angezeigt, kann aber nichts machen damit. Mein Gott, wie ging denn das jetzt? Sag mal, kann doch nicht wahr sein. Ich kenne das Lied nicht mehr. Ach, runter, links, rechts, so. Ja, dann machen wir es halt so. Geheimnisvolle Höhle. Dein Ernst? Oh Gott. Ich hab's mir doch denken können. Ja, nun, ich will ja auch nicht einfach runterfallen. Ich muss einfach runterfallen. Oh, jetzt muss ich den ganzen Weg zurückeiern. Warte mal, da gibt's doch jetzt diesen Trank, womit ich super schnell werde. Okay, den werde ich wahrscheinlich erstmal machen müssen. Gut, 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 gut. Dann machen wir erstmal diesen Trank. Eichhörnchen? Gibt's hier irgendwo Eichhörnchen? Ich sag jetzt nicht, jetzt hätte ich von den Hexen hier rüberlaufen können. Ja, aber was ergibt denn das für einen Sinn? Gut, wir belassen es dabei. Hier gibt es leider keine Eichhörnchen. Ich glaube, die Schriftrolle hätte ich schon längst holen können. Wieso verschachteln sich die Gegner alle selber? Halt, Blume. Blumen ist wichtig. Das, was ihr könnt, kann ich auch. Und das Ganze jetzt nur, um die Wirbelattacke zu lernen. Was ist ja die einzige Fähigkeit, die uns jetzt noch fehlt? Ta-da-da-da! So. Dies
muss leider. Mehr erblicke ich jetzt nicht. Wir haben 5 Baumsamen bekommen. Und pflanzt man die überall ein oder nur hier? Ich habe hier oben irgendwo auch eine Stelle gesehen mit so einem Baumsamen. Hab sie aber gleich gekonnt ignoriert, weil konnten ja nichts machen damit. Was war das? Ach, das war der Baum, okay. So, na gut, Schlüssel haben wir. Schlüssel ist complete. Ja. Die Bade haben wir getroffen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal schnell in die Wüste. Aber wir können ja schöne Liedchen spielen, warte mal. Ich kann mir nicht mehr die einfachsten Lieder merken. 5 Noten. Rechts runter, hoch, rechts. Rechts runter, hoch, rechts. Komm in die Wüste! Ja! Das war hier oben. Ich mag die Wüste nicht. Also von den Biomen her finde ich Wüste immer nie so schön. Ich sehe, du hast die letzte Kampfschriftrolle gefunden. Ich werde sie für dich entziffern. Die Bilder in diesen Schriftrollen zeigen eine mächtige Attacke namens Wirbelwind. Halte B gedrückt, bis du die Wirbelattacke voll aufgeladen hast und lass dann los und drücke sofort A. Das ist es. Okay. Das war's. Das war's. Das war die letzte geheime Schriftrolle. Hier gibt's bestimmt noch einen Haufen Geheimnisse, die ich noch nicht entdeckt habe. So. Rechts runter, hoch rechts. Ja, das ist natürlich jetzt alles blöd. Normalerweise würde ich hier erst hingehen, wenn wir auch alles haben. Ich muss noch mal ins Blütental. Ich will jetzt eigentlich schon da rein. Aber ich weiß ganz genau, dass wir uns dann sehr schnell dem Ende hinzubewegen. Deswegen will ich noch mal ein paar Abstecher machen. Wie zum Beispiel hier der Postjunge. Wir haben ja ein Paket abgegeben. Gute Arbeit. Bei der letzten Prüfung. Du bist ja schön braun geworden. Mit der glühenden Sonne in der Schlucht. Die nächste Prüfung ist in Flo. Sie hat gerade einen Blumenladen im Nordwesten der Stadt geöffnet. Okay. Okay, ein Brief für Flo.
Das sollten wir hinbekommen. Ah, warte, wenn ich schon mal hier bin. Cool, Verjüngung? War das dieser Trank, der uns schneller macht? Ich glaube. Warum habe ich die Kiste noch nie aufgemacht? Geh mal aus dem Weg. Danke. Willst du die Hauben? Ja. Ich glaube, damit haben wir alle Flaschen. Ey, Schmied, kannst du jetzt was machen? Gefällt dir der Bogen? Ja, er gefällt mir, aber warum? Warum bloß so einen langweiligen... Warum nicht einer, der gleich drei Pfeile auf einmal schießt? Oder Magiegeschosse oder irgendwas? Hi. Ach nee. Dich hat man schon. Suchen wir halt selber nochmal alles ab. Hi. Ja, und da ist schon eine lange Reihe von Spielen. Er kann einfach alles auch fertigen. Ja, wow, ein Bogen. Und das war's. Danach ist er in Rente gegangen. Das war Flohs Haus, war? Ja. Okay, schaffen wir das nochmal schnell zu Floh. Dann würde ich mal gucken, ob wir noch irgendwo ein paar interessante Sachen finden. Hey Flo, ich habe einen Brief für dich. Guck mal, bitteschön. Meine Genehmigung, endlich ist sie da. Ich habe den Schritt gewagt, meinen Laden erblühen zu lassen, noch bevor sie ankam. Vielen Dank für die Zustellung. Bitteschön. Ich hab leider keine anderen Blumen für dich. Wo kommt jetzt auf einmal diese Tulpe her? Die habe ich doch schon mal abgegeben. Hä? Sind noch drei Blumen, die fehlen. Ich denke mal, die finden wir hinten bei Minotaur König da. So. Gut. Dann geben wir Bescheid, dass wir das abgegeben haben. Und dann schauen wir mal in der nächsten Folge. Vielleicht wird das wieder zu einem so ein zusammengeschnittenes irgendetwas. Weil ich wieder einen Haufen Zeug nebenbei gemacht habe. Honigwaben gesucht oder die letzten Statuen und sowas. Werden wir sehen. Mal schauen. Eine weitere erfolgreiche Zustellung. Ich wusste, dass du etwas Besonderes bist, als ich dich eingestellt habe. Der nächste Brief ist an Thomas, den Leiter des Jahrmarkts. Ich glaube, er hat sein Lager im immergrünen Wald aufgeschlagen. Vielleicht musst du die Gegend nach ihm absuchen. Ach nee, das müssen wir jetzt nicht machen. So, gut. Warte, eins wurmt mich noch. Eins machen wir noch.
Rechts, hoch, links, rechts, rechts, Mann, rechts, Mann, Alter. Rechts, hoch, Mann, rechts, hoch, links, rechts. Rechts, hoch, runter, rechts. Ja. War das da oben? Ja, doch. Das war eine komische Stadt. Wo die Bahn oben auf der Bühne sang. Ich habe vergessen, die anzusprechen. So, da müssen wir aber... Wo müssen wir denn da genau hin? Machen wir hier eine Zoomung. Genau, links. Einmal links. Ja, da höre ich sie doch schon alle. Ey, was denn jetzt? Wieso kann ich nicht mit dem quatschen? Was soll denn jetzt der Pfeffer? Ne, das haben wir schon gemacht. Sprich mit mir. Oh, was habe ich denn jetzt weggehauen? Na gut, dann soll es das aus mir gewesen sein. Meine Freunde, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch link in ein Däumchen da. Ich würde mich unheimlich freuen. Und dann würde ich sagen, bis dahin, macht's gut. Ich wünsche euch was. Bye, bye.